Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es mal um was Besonderes, und zwar um Training im Gehirn. Und zwar ist es folgendermaßen, viele Leute kennen es bestimmt, die Motivation lässt an manchen Tagen zu wünschen übrig und ja, man geht dann nicht ins Gym oder hat sonst nicht so viel Lust auf verschiedene Dinge. Und wie vielleicht viele Leute nicht wissen, dem Gehirn kann man Dinge an- und abgewöhnen. Man spricht da von einer Zeit, so circa 2 Wochen, ist natürlich bei jedem etwas unterschiedlich, aber grundsätzlich kann man sagen, nach 2 Wochen hast du dir etwas ab- oder angewöhnt. Und so ist es eigentlich mit allem. Mit der Motivation ist es so eine Sache, auch die kann man sich angewöhnen, dass man eigentlich sozusagen keine Motivation mehr braucht, sondern dass es einfach natürlich ist wie, keine Ahnung, Kacken am Morgen, dass es normal wird, ins Gym zu gehen und ja, man sich nicht jedes Mal überwinden muss, hinzugehen, dass es einfach von alleine funktioniert. Dasselbe funktioniert übrigens auch bei schlechten Gedanken, das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Dass ihr, wenn ihr etwas Schlechtes hört, etwas Schlechtes lest oder seht oder was auch immer, einfach mal an etwas Gutes denkt, an etwas, das euch Freude bereitet. Und wenn ihr das eine Zeit lang so macht, werdet ihr merken, es wird euch einiges leichter fallen, verschissene Dinge positiv zu sehen, weil sich mit der Zeit das Gehirn daran gewöhnt, positiv zu denken, kann man eigentlich sagen. Und das Gehirn kann trainiert werden von jedem. Es ist einfach wichtig, dass man durchhält. Wenn man nicht versucht, wirklich sich etwas anzugewöhnen, dann wird es auch schwierig, dass es klappt. Aber grundsätzlich, innerhalb von 2 Wochen wechselt das Gehirn von Überwindung zu Normalität. Und ja, ihr müsst das wirklich mal ausprobieren. Das ist eigentlich ein toller Trick für die Motivation im Gym, dass ihr mit der Zeit, ist es einfach normal, wie ich schon gesagt habe, dass ihr nicht euch überwinden müsst, ins Gym zu gehen, und es einfach automatisch funktioniert. Dasselbe mit dem Denken sonst, wenn ihr Probleme habt oder so, positiv denken kann man sich auch angewöhnen. Und ja, das hilft mir eigentlich sehr gut durch den Tag zu kommen. Ich rege mich ja eigentlich selten auf, kann noch so ein Idiot irgendwo irgendeine Scheiße bauen. Ich rege mich nicht auf, da mein Gehirn das gar nicht an mich ranlässt, kann man eigentlich sagen. Das ist alles nur Training, das kann jeder, und versucht es mal aus, es hilft euch sicherlich. Mentales Training, Gehirntraining, wenn man so will. Und ja, das wäre es eigentlich schon von diesem Video. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Versucht es, und wenn ihr Fragen habt, schreibt das in die Kommentare. Sonst Daumen nach oben oder ein Like, oder ist eigentlich dasselbe, egal. Abo drücken, oder ja, ihr wisst, wie es läuft. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.